Ich will Spaß, ich will Spaß. Ich geb Gas, ich geb Gas. Mein Bettmobil fährt 210. Wups, die Polizei hat's nicht gesehen. Das macht Spaß. Das macht Spaß, das macht Spaß. Ich will fahren, ich will fahren. Leute, es tut mir so leid. Ja, hallo liebe Freunde, ich bin's wie immer, euer Gunshot und ich lade euch herzlich ein zu einer weiteren Runde Batman Arkham Knight. Ja, wir sind immer noch am Verfolgen von The Arkham Knight. Zumindest wollen wir der Spur folgen und dafür habe ich diesen bescheuerten Scanner an. Okay, man sollte einfach auf die Straße gucken. Ich hoffe, der zeigt mir das so die ganze Zeit an. Ich fahr falsch. Ich fahr falsch. Aber ich bin noch da, oder? So. Forensik-Scanner. Ich scanne forensisch. Also er scheint ja hier rechts lang gefahren zu sein. Der ist nicht hier. Ich sag's dir, doch jetzt. Ich höre seltsame Geräusche. Da draußen fliegt irgendwas rum. Jetzt. Jetzt. Oh, wie weit muss ich denn da fahren? Eine Brücke. Alfred, die Spur des Arkham Knight führt nach Niagani Island. Senke die Mercy Bridge. Ich kann nicht, Sir. Wir sind ausgesperrt. Die Milizen müssen die Steuerung des Transportnetzwerkes angezapft haben. Ich brauche ihren Zugangspunkt. Gut. Ich verfolge den Verkehr und anscheinend wurde er komplett umgeleitet zur Grand Avenue Station. Dann müssen Sie dort sein. Ich werde zu Fuß weitergehen und Ihren Zugangspunkt übernehmen. Ich melde mich, wenn du die Brücke senken kannst. Vorsicht, Sir. Niagani Island ist voller Drohnen und Soldaten der Miliz. Was denn Vorsicht hier? Ich meine, ich hier, zaubere hier kurz nochmal einen Mini-Flugpanzer. Atombomben-Kraftgerät aus meinem Ärmel hier, meinem Bat-Suit. Deine scheiß... mich regt das so oft, diesen Funksprüchen. Die Idee ist ja super. Aber so, um zu kommentieren, ist das totaler Scheiß. Ich rede jetzt einfach weiter. Ich hab da keinen Bock drauf. Du kannst quatschen, wie du willst. Ich hab da keinen Bock drauf. Boah, wirklich, Leute. Passt nicht an, die Scheiße. Dass da jedes Mal so ein Zwischengelaber kommt, sobald du dich irgendeinen Fixpunkt näherst. Dann immer nur so dumme Sprüche. Guck in die Luft. Die Kontrolle über Gotham. Deine lange Schreckensherrschaft. Jetzt herrsche. Ja, du herrschst. Das wollen wir gleich mal sehen, mein Freund. Geht's erstmal zu meinem Betty-Symbol da. Ups. Hier wimmelt es nur von Milizen des Arkham Knight. Ich muss sie loswerden und den Zugangspunkt finden, von dem aus sie das Transportnetzwerk hacken. Tamara, mit Elektroschocker. Gut, die werden wir brauchen. Glaubst du, ihr kommt? Ich weiß es. Der Arkham Knight hat seine Freundin entführt. Wir haben Ups. Die Drohne, er wird uns nicht überraschen. Bin ich ein bisschen zu weit gesprungen? Nicht, greift Batman auf das Terminal zu, will ich nicht wissen, was Scarecrow und der Arkham Knight mit uns machen. Von wo gehen wir denn mal zuerst ran? Die Chemiefabrik ist hochgegangen, aber ich habe keine riesigen Gaswolken gesehen. Batman ist passiert. Er ist da rein und hat sich durch drei unserer Einheiten gekämpft. Fast hätte er Scarecrow erwischt und die Explosion Lautlos, meine Freunde, lautlos. Nicht lautlos, meine Freunde, nicht lautlos. Ich hoffe, du hast genug auf die Fresse bekommen. Soll ich eine Rauchbombe schmeißen? Ich mach's einfach mal. Oh, das war sogar gar nicht doof. Okay, ihr seid beide weg. Oh, ich scheiße hier völlig durch. Du versuchst zu schießen, oder was? Du Pimmelkopf, du. Wenn ich das deiner Mutti erzähle, die ist doch wieder böse. Oh. Siehst du? Da fangen sie jetzt wieder an zu ballern, wie ich gesagt habe.
Deswegen ist mein Bettzug ausgerüstet mit Titanlegierungsplatten, die ich selbstständig eingenäht habe. Das war ein kritischer Treffer. Schön, dass du dich wehrst, Batman. Ich habe nichts anderes erwartet. Jetzt, da die Männer des Arkham Knight erledigt sind, kann ich ihr Uplink-Terminal benutzen und die Brücken senken. Jetzt kann ich das Uplink-Terminal benutzen und die Brücke senken. Hiermit? Das ist ein Fahrstuhl. Gitter betreten. Will ich nicht. Ach, da unten muss ich hin. Ich müsste einfach öfter mal auf die Karte gucken. Oh, Computer benutzen. Oh nein. Ist das nicht Barbaras Job? Ach stimmt, bei all der Aufregung hätte ich das fast vergessen. Glaubst du ernsthaft, der alte Jim vergibt dir, wenn du sie rettest? Er ist nachtragend, Bats. Ich weiß das. Alfred, ich habe die Brückensteuerung reaktiviert. Wunderbar. Ich starte das Netzwerk jetzt neu. Vergiss, Scarecrow. Zeit, deinem wahren Erzfeind entgegenzutreten. Batman. Oh je, ist das der, für den ich ihn halte? Nigma. Melde dich, sobald die Brücke bereit ist. Löse das Rätsel. Warum besucht Batman ein verlassenes Waisenhaus? Eddie, Süßer, du verwechselst mich mit Robin. Der Große und ich sind uns gar nicht so nah. Oh, ich weiß. Wegen dem, was seiner Katzenfreundin passieren wird, wenn er nicht rechtzeitig ankommt. Schockiert, dunkler Ritter. Erstaunt. Das hast du nicht erwartet, oder? Weil du mir nicht gewachsen bist. Ator Enigma, der Ritter und der intellektuelle Überlegen. Dachtest du, ich vergesse unsere letzte Zusammenkunft, dunkler Ritter? Du hast mich gedemütigt. Dieses Mal wirst du mich nicht schlagen. Völlig unmöglich. Du kannst es nicht. Ich habe schon gewonnen. Ich belege deinen Versuch, meine Rätsel zu lösen. Ich werde triumphieren über deinem Leichnam stehen. Und während du deinem beschränkten Geist endgültig alle Lichter ausgehen, wirst du nur daran denken können, wie ich dich besiegt habe. Komm zum Waisenhaus, Detektiv. Oder sie stirbt. So, ich bin schon unterwegs. Alter. Lol. Kreatur der Finsternis. Jetzt geht's hier langsam richtig ab. Was ist denn? Das muss man Scarecrow lassen. Er hat uns die Schlüssel zur gesamten Stadt überreicht. Zum Waisenhaus ist ein bisschen groß, ne? Mit einem Turm drauf. Mit einem Leuchtturm. Damit auch jeder mal ein Signal sehen kann. Mein Lieblingsauftrag war wohl der in Blackgate. Aber der hier ist locker unter den Top 3. Muss ich von unten rein? Löst dieses Rätsel, Jungs. Wie nennt man den Typen, der die Fledermaus fertig macht? Weiß nicht. Ein Helm, so nennt man ihn. Ich raff's nicht. Du willst Batman brechen? Vergiss Scarecrow, Two-Face, Penguin und den Rest dieser Komiker. Nee, ist der Mann mit dem Plan. So, ihr kriegt jetzt mal alle wieder einen auf die Fresse, allein weil ihr versucht, auch nur drüber nachzudenken, mich fertig zu machen. Genau in die Eier, mein Freund. Da wird sogar dein Bart grün. Gut, dann gehen wir mal rein in die gute Stube. Sieht ein bisschen abgeranzt aus hier, ne? Ha. Ich muss noch ein Spielzeugladen ausräumen. So, das sieht wieder noch ein Rätsel aus. Mir schwarmt Böses. Pinkney Waisenhaus. Batman, das bist besser du und du willst dich besser entschuldigen. Catwoman.
Ha? Halt still. Bist du okay? Großartig. Welches Mädchen träumt nicht davon, der Köder für ihren dunklen Ritter zu sein? Wir verschwinden. Du vielleicht, ich aber nicht. Ah, beide Kandidaten sind endlich hier. Heute Nacht, Leute, haben wir Rätsel in Fülle. Aber zuerst will ich meine schönen Assistentinnen vorstellen. Ich hatte es satt vom nutzlosen Abschaum in Gothams schäbiger und uninspirierter Unterwelt abhängig zu sein. Warum sich auf die Hilfe anderer verlassen, wenn man sie selbst designen, programmieren, entwickeln und dann herstellen kann? Ich kann Charakter wechseln. Wie cool. Fett. Nur für dich. Doppeltes Team ausschalten. Wie geil ist das denn? Um zu überleben. Erfreue dich daran, solange es geht, Kumpelachter. Ich habe mehr für dich geplant, als Dinge zu schlagen. Bäm. So, oh, geil. Das sind immer mehr. Oh, wie cool. Das hat dir sicher Spaß gemacht. Mehr Spaß wird's heute leider nicht geben. Wird's heute, wie du siehst, hat diese kesche kriminelle Katze ein neues Halsband bekommen. Mit jeder abgeschlossenen Aufgabe gibt es einen kleinen Schlüssel. Erhalte alle Schlüssel und das Kätzchen ist frei. Entfernst du es zu früh, macht das Kätzchen bum bum. Nicht verzweifeln, dunkler Ritter. Du hast doch schon einen Test geschafft. Also mal sehen, wie lange du brauchst, um einen fliegenden Start in ein Fiasko zu verwandeln. Setz dich in deinen Raketenflitzer und komm nach Chinatown, Detektiv. Dein zweiter Test erwartet dich. Ich bin bald zurück. Und zwar so bald wie möglich. Typen wie Eddie ließen mich in Ruhe, bevor ich mich mit dir vertragen habe. Der klappen können. Wann führt eine Tür nach nirgendwo? Wenn du versuchst, sie zu früh zu öffnen. Sehr gut. Lass mich nicht warten. Sir, ich habe wieder die Kontrolle über die Brücken. Gute Arbeit. Ich melde mich, wenn ich an der Mercy Bridge bin. Tja, oh. Batman, mein Guter, das ist ja auch ein Dilemma, oder? Rettest du die unfähige Freundin, die sich hat kidnappen lassen, oder die unfähige Freundin, die sich hat kidnappen lassen? Ich persönlich würde mir ja Eddies neuestes Todeslabyrinth ansehen. Ich bin sicher, er hat sich richtig Mühe gegeben. Außerdem kannst du Barbara eh nicht ganz retten. Eine Hälfte habe ich ja schon umgebracht. Ja, wen nehmen wir jetzt? Barbara? Oder Catwoman? Scheiße. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt gerade erstmal... Eine Herausforderung unterhalb von Chinatown? Also gut, Nigma. Ich werde mitspielen und gewinnen. Selinas Leben hängt davon ab. Genau. Darum geht's mir nämlich. Ich habe jetzt ein bisschen Lust. Die Rätsel von dem Riddler oder Nigma, wie auch immer, sind immer ziemlich interessant. Da habe ich eigentlich echt gut Bock, was zu machen. Zumindest jetzt mal abwechslungsweise. Ich kann ja wieder zur Hauptstory gleich wieder zurückgehen. Beziehungsweise sind das ja beides jetzt Parallelstorys, so wie ich das hier verstehen kann. Aber ich suche die ganze Zeit schon den scheiß Arkham Knight da und ja, ich möchte jetzt auch mal so ein bisschen, ne? Ein bisschen Action. Nicht so beeindruckend. Der hat also ein Auto und wir haben 1000 ihn auseinandernehmen werden. Hui. Da ist er, Betsy, nochmal lass hier worden. Ich will den nicht. Keine Sorge, das ist nicht Milizpersonal. Herrschaft der Straße, Junge. Ein Kilometer. Wie weit soll ich denn da hin? Ups. Boah, weg hier, Alter. So.
Wie rufe ich denn das Ding nochmal? Das Batmobil kann in diesem Gebiet nicht selbstständig fahren. Schade. Hätte sein können. Boah, ist das der Ernst? Was ist denn hier los? Überraschung! Bam. Ah, aus der Schulter. So. Wie kommen wir jetzt darüber? Irgendwie habe ich so das Gefühl, ich muss mein Batmobil mal hier langsam hierher bringen. Junge, wie die hier mit harten Kalibern rumballern. Geht doch. Ich muss in Reichweite der Fernsteuerung bleiben. Ja, Betsy, wo bist denn du? Da. Betsy, der hätte auch eben von oben reinspringen können, oder nicht? Wieso muss ich denn hier wieder hin? Oh nein, wieder ein Aufzug. Ups. So, so, dunkler Ritter. Lust auf mehr? Erniedrigend, nicht wahr? Nicht wahr? Die Gelegenheit, meine Großartigkeit zu sehen, die aufkommende Erkenntnis, wie wahrlich unbedeutend, wie wenig beachtenswert du wirklich bist. Diese Tests sind meine Meisterwerke, Detektiv. Sobald du geschlagen bist, werden sie Denkmäler für mein Genie sein und Mahnmale für deine Dummheit. Horden von Schulkindern werden in die Aufzüge stürzen, begierig darauf, den Ort zu sehen, an dem der dunkle Ritter geschlagen wurde. Sie werden es natürlich nicht verstehen, aber sie werden kommen. So, hat wieder genug gequatscht. Wann kommen wir denn mal unten an? Oh, ich sehe gerade, ach, die Xenon-Scheinwerfer beim Batmobil haben sich gelohnt. Ups, ich muss jetzt nicht alles wieder mit dem Batmobil machen, oder? Ein so simpler und eleganter Test, bei dem selbst du das Prinzip solltest erahnen können. Du musst diese Fläche mit Strom versorgen, Detektiv. Ja, mit Strom versorgen. Dann kann ich doch bestimmt wieder hier irgendwie den Greifhaken irgendwo benutzen. Also ich muss unbedingt den scheiß Rückwärtsgang verbessern. Das ist so nervig. Huch. Ich weiß nicht mal, ob ich hier mit dem Auto hoch soll. Weißt du, Batman, ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass du das hier rauskriegst. Hä? Perplex, Batman. In Verlegenheit, völlig ratlos. So geht es mir, wenn ich bedenke, wie lange es gedauert hat, dich zu besiegen. Besiegt hast du mich dann noch gar nicht. Ups. Ich muss erstmal da hochkommen. Oh nein, Batman. Du hängst viel zu
zu sehr an deinem lustigen Panzer, um das lösen zu können. Ich glaube, ich muss gar nicht, oder was? Ich brauche jetzt mein Auto dafür oder nicht? Ich weiß es nicht. Sieht stark danach aus, ne? Sieht stark danach aus. Aha! Jetzt komme ich denn auch darüber. Das ist so matschig hier. Und ich habe noch die... noch die Straßenreifen drauf, Mensch. Echt ein bisschen tricky hier alles, ne? Du hast es umgeworfen? Geworfen? Ich brauche wohl einen würdigeren Erzfeind. Ja, Erzfeind. So, jetzt müssen wir das Ding wieder anmachen. Halt mal, ich kann das fernsteuern. Ist nicht der Ernst? Ich hab's kaputt gemacht. Das wirst du wohl kaum enträtseln können. Ach, halt doch die Klappe. So eine Scheiße. Wer soll denn das ahnen? So, jetzt wissen wir auf jeden Fall wieder Bescheid. So, fuck. Ein so simpler und eleganter Test, bei dem selbst du das Prinzip solltest erahnen können. Du musst diese Fläche mit Strom versorgen. Detektiv. Okay, ich wollte bloß mal kurz gucken, ob hier hinten noch irgendwas anderes ist. Ist es aber nicht. Dann fahre ich es mal wieder dahin, ohne es diesmal kaputt zu machen, denke ich. Weißt du, Batman, ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass du das hier rauskriegst. So. Los, 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 ruf da. Fernsteuern. Gib doch noch nicht auf. Es ist zu schön, dein Scheitern zu beobachten. Oh nein. Was denn jetzt? Darüber. Das ist nicht nur ein Intelligenztest. Hä? Ich teste auch noch dein Geschick. Mein Geschick ist alles klar. Ich mache den Scheiß nicht nochmal. Fuck.
Vor allem wird die Sicht immer so unklar, wenn ich hier in der Fernsteuerung bin. Hab ich gesagt, du sollst da wieder einsteigen? Kein Stück habe ich davon gesagt. Oh Leute, ich raste. Ich könnte so kotzen. Komm jetzt her, ich muss darauf. Und wieder steigt er ein. Fährt das Ding nämlich da rein. Aber warte mal, jetzt sehe ich gerade, dass ich das gar nicht unbedingt brauche. Ich muss nämlich, glaube ich, bloß einmal drauf treten. Fährt das nämlich wieder raus. Genau. Die Batmobil-Fernsteuerung könnte hilfreich sein. Also doch fernsteuern. Ach, leck mich doch am Arsch. Komme ich nah am besten rüber? Da müsste ich doch locker rüberkommen. Oder nicht? Aha! Na. Jetzt ist das Ding hinten, jetzt ist es vorne. Leute, ich fahre jetzt. Boah, geschafft. Fick dir. Gut gemacht, Detektiv. Deine wahre Berufung als drittklassiger Zirkus-Stuntman zeigt sich jeden Tag deutlicher. So, Stromversorgung. Ah ja, ist alles gut. Müssen wir dann nach rechts gucken. Links zum Sieg gestolpert. Zeit, sich um den Schlüssel zu kümmern. Nun denn, Detektiv, hüpfe auf die Druckplatte neben mir. Die Druckplatte. Ich werde hüpfen. Hör zu, dunkler Ritter. Das Leben deiner Freundin hängt davon ab. Im Weißen Haus ist eine Reihe Glasschränke vor Catwoman aufgetaucht. Das stimmt doch, oder, mein Schatz? Ich sehe sie, Eddie. Gut. Oh Gott. In einem dieser Schränke steckt der erste Schlüssel. In den anderen weniger nützliche Schlüssel. Die den einfältigen Inhalt deines Schädels an die Wände des Waisenhauses verteilen werden. Diese Aufgabe, Detektiv, ist einfach. Finde heraus, welchen Schrank Catwoman öffnen muss. Lieg nur nicht falsch. Also die meisten davon werden mich umbringen, einer nicht. Super, das ist machbar. Ich glaube, ich muss mir ungefähr die Folge angucken. Hier 4, 4, 3, 3. Glaubst du, er ist clever genug, Katze? Da sind 4. Das ist nicht richtig hier. Woran sehe ich das denn? Das sind 4. Wähle
Fräulein Schlüsselkatze. 3, da. Keine Bank. Keine. Ist ja nur eine Frage von Leben und Tod. 4. 3, 3. Okay, pass auf. Jetzt müsste es... Hier sind es 3. Das ist richtig? Ja. Ein Rätsel. Was trägt ein Bleib doch unruhig. Und sorgt ziemlich das hier. Für deinen Tod. Ist hier der Äußerste. Der hier müsste es sein. Okay, Batman. Mal sehen, ob du wirklich so schlau bist. Eins erledigt. Ich habe dieses Mal 2 von Catwomans Halsband abgezogen. Um Batmans Erfolg zu berücksichtigen. Ich hätte einfach bei 8 anfangen können, aber naja, 9 Leben. Es lag zu nah. Und jetzt? Nun, Catwoman, feiere dein Überleben, indem du Batman über die neuesten Entwicklungen im Waisenhaus unterrichtest. Nein, mach du es. Los jetzt! Oh, Batman, da ist eine große, mysteriöse, grüne Tür. Ja, genau. Komm zurück zum Waisenhaus, Batman, dann lasse ich euch beide durch. Catwoman, diese Nacht dreht sich nicht um dich. Warte auf Batman. Jetzt müssen wir wieder dahin. So. Dann werden wir mal dahin cruisen. Na los. So, wenn er jetzt gerade wieder nach oben fährt und ich mich nicht gleich wieder voll quatscht, was er wahrscheinlich machen wird. Ich hoffe, du fängst an, die Tragweite der vor dir liegenden Aufgaben zu begreifen. Die schiere Gewaltigkeit meiner neuen Herausforderung. Vielleicht auch nicht. Vielleicht hältst du dich für schlau. Erfüllten dich diese früheren Siege vielleicht mit Hoffnung? Nun, dann reite doch auf dieser Welle der Eitelkeit bis ganz zurück zum Waisenhaus. Ich erwarte dich. Haus. Gut. Er hält jetzt anscheinend ja endlich die Fresse. Was ich euch fragen wollte. Wer von euch Dingens guckt hier? Gotham. Ja, die Serie Gotham. Wisst ihr ja. Da ist ja alles nochmal hier eine Betsy ist klein und hast du nicht gesehen. Wer davon ist jetzt Catwoman? Ist das die. Also, guckt das jemand von euch? Schreibt mir das mal in die Comments, sonst bringt die Frage überhaupt gar nichts. Ich glaube nämlich. Das ist die kleine. Ich kann leider nicht sagen, wie sie heißt. Nicht Rose. Ach, auf jeden Fall die kleine, die angeblich ja gesehen haben soll, wer Batmans Eltern getötet hat. Die aber ewig nicht damit rausrückt. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, wen ich meine. Ich versuche da zum nächsten Mal vielleicht noch ein paar mehr Infos. Ich habe das jetzt gerade nicht so komplett im Kopf. Schauen wir mal. Diese Panzer und alles müssen ein Vermögen gekommen. Selina sitzt immer noch im Waisenhaus fest. Nigma hat sich bestimmt was für uns ausgedacht. Gut, fahren hin, wir fahren hin. Ich bin gespannt. Ich geb Gas. Mein Batmobil fährt 210. Schwupps, die Polizei hat's nicht gesehen. Das macht Spaß. Ich bin fun. Leute, es tut mir so leid. Was ging mit mir durch? Ich muss hier hoch.
Wie komme ich da nicht mit dem Fahrzeug hin? Nee, anscheinend nicht. Nicht ins Wasser, nicht ins Wasser. Ups, das war knapp. Das war ein bisschen, also... so feucht. Alter, will er mich verarschen? Er kann sich hier nirgendwo hochziehen. Wie bescheuert ist das denn? Danke. Nein, ihm muss doch irgendwelche Punkte geben, wo er sich hochziehen kann. Mit jemandem vom Kaliber des Arkham Knights hatte er es noch nie zu tun. Oh. Er spielt in einer ganz anderen Liga. Stop. Er hat genug Panzer, das weiß ich. Es fühlt sich eher an wie ein scheiß Kriegsschauplatz. Das ist ein Helikopter. Muss ich da sicher hin? Der Riddler ist doch meistens mehr der Unauffällige. Also Riddler, Enigma, wenn ihr Gotham geguckt habt, dann wisst ihr sofort, wer der ist. Das ist ja im Endeffekt der damalige Forensiker oder was auch immer, wie man das nennt, von der Gotham City Polizei, wo er damals ja mit Gordon, Officer, Detective Gordon oder wie auch immer, zusammengearbeitet hat. Da stand er ja noch auf diese kleine Perle, war ein ganz schüchterner. Bis er ja dann irgendwann den einen Typ da umgebracht hat von seiner Angebeteten. Vielleicht könnt ihr mir da ein bisschen folgen. Auf jeden Fall sind die alle irgendwie aus dem näheren Kreis von Gordon. Alle so, die jetzt so teilweise Feinde von Batman darstellen. Was mich so ein bisschen verblüfft. Finde ich gut, dass ich so viele Sachen hier wieder finde. Ne, dass man da irgendwie weiß, alles klar, da und so ist das. Das spitzt sich ja übel zu, wenn man überlegt, wie viele Batman-Teile, Folgen, Filme es gab. Aber trotzdem bleibt die Story irgendwie immer, wie soll man sagen, nicht durchsichtig, leicht überschaubar. Man findet sich immer irgendwo wieder. Irgendwo knüpft immer wieder an was Vergangenem an. Finde ich gut. Willkommen im Rezeptorium. Keine Angst. Deiner Freundin ist nichts geschehen. Doch bevor ich dir erlaube, sie zu sehen, löse mein Rätsel. Welche Frage stellt man nur nach guter Reflexion? Viel Glück. So, welche Frage kann nur bei gründlicher Reflexion gefragt werden? Weiß ich doch nicht. Hä? Was will der denn jetzt von mir? Soll ich was machen? Jetzt. Und nu? Habe ich doch richtig gemacht oder nicht? Und was mache ich jetzt? Fast. Aber es trifft nicht ganz den Punkt. Was?
So. Okay, warte mal. Was ist das? Ich will... Warum hat denn der jetzt den gedreht? Oh, herrlich, ey. Meine Fresse. Nu? Fast geschafft, Batman. Aber du hast mich noch nicht ganz überzeugt. Du hast mich noch nicht ganz überzeugt. Hier fehlt noch ein Punkt, oder was? Also ich könnte mich ja jetzt natürlich wieder dämlich anstellen, aber... Ich weiß jetzt gerade nicht, was ich hier falsch mache. Welche Frage kann nur bei gründlicher Reflexion gefragt werden? Gütiger Gott! Wirst du es je rauskriegen? Der dazu nutzt, seine Maschinen und Rätsel zu steuern. Rall's nicht, Leute. Ich rall nicht, was der von mir möchte hier. Fehlt da der Punkt oder was mache ich hier falsch? Welche Frage kann nur bei gründlicher Reflexion gefragt werden? Nun gut, du hast dir wohl das Recht verdient, deine Freunde zu sehen. Freunde zu sehen. Hä? Das war jetzt richtig? LOL! Dass du so weit gekommen bist. Dass du so weit... Leute. Oh, schön dich zu sehen. Upsi. Eddie wollte mir das beknackte Gesellschaftsspiel, das hinter dieser Tür wartet, erst zeigen, wenn du auch da bist. Ich hol dich hier raus. Tut mir leid, bin ich zickig? Das liegt bestimmt an dieser wunderschönen Halskette, die Eddie mir geschenkt hat. Wirklich schön, was? Ein explosiver Glanz. Sarkasmus? Soll ich mit dir reden? Dich fängt doch sonst niemand. War es ein Überfall? Erpressung? Eine Falle? Er hat mich eingeladen. Was? Er sagte, er hätte einen Job. Einen Job? Einen für eine einbrecherische Katze. Und darin bin ich ziemlich gut. Nicht jeder von uns turnt nachts auf Dächern rum, weil wir Leuten helfen wollen, du großer, düsterer Pfadfinder. Also, wo ist mein Schlüssel? Ist ja gut. Wir müssen hier rein. Oh, ich hoffe, ihr zwei vertragt euch. Ihr müsst nämlich zusammenarbeiten, wenn ihr den Schlüssel finden wollt. Wenn ihr den Schlüssel finden wollt. Oh, das ist gruselig. Da hat wohl jemand Feng Shui für Serienmörder gelesen. Okay. Gut, liebe Leute. Ihr merkt, rätselhafter Spaß erwartet uns. Für diese Folge war's das. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei. Wenn die Typen mich einfach bei allem, was ich sagen will, unterbrechen und ich hier kaum dazu komme, überhaupt ein bisschen was zu quatschen... Lasst mal in den Comments, ob euch das stört oder ob das okay ist. Ich halte ja meistens dann die Klappe, damit da irgendwie storytechnisch das natürlich gut rüberkommt. Ja, wie gesagt, schreibt mal eure Meinung dazu in die Comments. Ansonsten würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben wie immer freuen. Ne? An die, die neu dazugekommen sind, über ein Abo, um auch keine weitere Folge zu verpassen. Und ansonsten wünsche ich euch wie immer was. Euer Gunshot.